Look out! Nein. Natürlich nicht. Sehr schön. Flankiert auch noch. Ich habe alles im Blick. Oh, wenn ich treffe, ist er tot. Immer das Gleiche. Computer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Gute Nacht. Ausgezeichnet. Jetzt können wir uns auf das Verhör vorbereiten. Gut gemacht, George. Gut gemacht, George. Sehr schön. Auf den Weg. Hat nicht gesessen. So ein Zufall hat der Schuss nicht gesessen. Rücke vor! Ich habe alles im Blick. Auf dem Weg. %65 soll das ein Witz sein? Nein. Meine Fresse.
manchmal ist es echt unglaublich. Begebe mich auf Position. Ich kümmere mich drum. Bestätige. Wieder am Start. Hab's gehört. Jetzt ist nur die große Frage, wo ist der Herr Kommando drin? Bereit zum Angriff. Versuchen wir es mal mit Tor 3. Da hinten ist er. Okay. Ich komme. In Bewegung. Feldposten, verstanden. Position bestätigt. Ich kümmere mich drum. Verstanden, los geht's. Chaos. Rücke vor. Hier auf Feldposten. Ich habe auch so Befürchtung, dass ich gleich wahrscheinlich wieder auf den Zonk treffe. Ja? Okay, ich glaube, wir sollten uns vielleicht erstmal um den Krempel draußen kümmern. Overwatch? Nee. Pinky richtet es. Es waren aber meiner Meinung nach zwei, die da draußen nur rumschlawenzelt sind, oder? Ich habe alles im Blick. Position bestätigt. Feldposten. Ist mein Betäuber hier hin. Ich kümmere mich drum.
Bin unterwegs. Bin dran. In Bewegung. Feldposten, verstanden. Puh, okay. Was war das für ein Geräusch? Das war nix. Hallo. Aufgepasst, der Feldhäuser. Oh ja, besser kann man nicht laufen. Okay. Mach bitte nur 2 Schaden. Komm, geh, ansonsten stirbst du halt. Also. Sobald sie zurückkehren, beginnen wir mit der Analyse dieses neuen Artefakts. Das war's sogar. Wie aus dem Lehrbuch. Ja, sehr schön, sehr schön. Energiezonk, genau, der Energietrottel. Und was ist ein Stress? Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht... fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten. Ja, das sollten wir. Sehr schön. Aber... ah doch, du hast doch wunderbar geheilt, du wirst der Heiler. Der prophetische Heiler. Nein, habe ich genügend, aber nee, schaden kann es nicht, schaden kann es nicht. Ich weiß, es war nicht einfach, aber dies könnte wirklich ein Wendepunkt in unserer Forschung sein. Wir können das Objekt nicht nur vernehmen. Ein lebendiges Alien gibt auch viel mehr Aufschluss über ihre Physiologie. Beeindruckende Arbeit. Die Vorbereitungen im Sicherheitstrakt laufen auf Hochtouren. Ich bin mal so frei.